Montebellini gilt als große Hoffnung im deutschen Turniersport. Lockerungstraining steht heute auf dem Programm, aber zuerst eine böse Überraschung, ein verbogenes Hufeisen. Für den 12-jährigen Westfalen und seinen Reiter Philipp Weißhaupt heißt das ab in die Schmiede. Pferd und Reiter leben im münsterländischen Riesenbeck. Ludger Beerbaum betreibt hier Deutschlands größten Turnierstall. Eine eigene Schmiede gehört dazu. Das alte Eisen ist nicht zu retten. Keine Experimente, entscheidet Weißhaupt, zwei neue Eisen vorn. Die Hufe von Montebellini sind eigentlich ziemlich unspektakulär, Gott sei Dank. Er hat sehr gute Hufe. Er hat einen relativ normalen Beschlag. Und das ist jetzt nicht sein Problemstelle. Das provoziert natürlich die Frage, wo ist denn Montebellinis Problemstelle? Philipp Weißhaupt verrät, im Moment ist das für den Hengst der Hormonpegel. Er soll sich komplett auf den Sport konzentrieren. Und deswegen ist er nicht am Decken jetzt im Moment. Und die anderen Pferde sind jetzt im Frühjahr natürlich am Decken. Und wie gesagt, Montebellini würde er auch ganz gerne, aber darf leider nicht. Mit neuen Hufeisen beginnt Montebellinis Tagesprogramm eine knappe Stunde später als üblich. Die Olympiade wäre die Krönung seiner erfolgreichen Karriere. Ja, wir haben ihn eigentlich seit 5-jährig ist, haben wir ihn hier. Er hat das ganze Programm mitgemacht, 5-jährig Bundeschampion, 6-jährig Bundeschampion. 7-8-jährig langsam aufgebaut, eigentlich schon 8-jährig, als ich dann schon herausstellte, dass es ein ganz, ganz besonderes Feld ist. Eigentlich schon immer mit dem Ziel London vor Augen und dieses Jahr richtig durchzustarten. Man sieht, was für Namen da auf der Liste stehen und welche Namen und Paare ich hinter mir lassen muss, um zu den besten 4 zu gehören. Da ist schon sicherlich richtig Druck dahinter. Und das ist Olympiadruck dreifach. Philipp Weißhaupt ist wie Marco Kutscher Angestellter von Ludger Beerbaum. Alle drei gehören zu den heißen Kandidaten für London. Kollegialer Austausch und trotzdem Konkurrenz. Jetzt ist ja mit der Olympiade ist ja ein bisschen noch mal was anderes. Da können ja tatsächlich nur insgesamt 4 hinfahren. Deswegen, die Situation hatten wir jetzt noch nie. Aber trotzdem, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und davon leben wir hier eigentlich auch tagtäglich, dass wir uns gegenseitig auch so ein bisschen heiß machen. Am Ende werden die Besten da nominiert werden und wer dann von uns dabei ist, ist gut und wer nicht dabei ist, wird sicherlich ein bisschen langes Gesicht machen und dass das ein oder zwei von uns trifft, das kann eben leider auch passieren, das wissen wir. Mit Druck kann er gut umgehen, sagt Weißhaupt. Für gute Leistungen braucht er ihn sogar. Ein gut organisiertes Übungsprogramm sorgt für Fitness, zum Beispiel die Führanlage für die Pferde. Zu den Reitern kommt zweimal pro Woche ein Fitnesstrainer für Flexibilität, Ausgleich und Balance. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, er kann kaum darauf warten. Aber wenn ich dann im Gange bin und dann auf dem Sofa mich hochgerabbelt habe und auf dem Weg hierher bin, dann macht es auch Spaß. Aber natürlich, wenn man die Wahl hat zwischen auf dem Sofa liegen und Fußball gucken oder sich eine Stunde quälen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin, dann liege ich lieber auf dem Sofa. Das mit dem Sofa klappt aber erst, wenn er 8 Pferde pro Tag geritten hat. Montebellini ist eins davon. Mit Blick auf Olympia noch mehr trainieren, davon hält der 27-jährige Bayer nichts. Die Pferde müssen das auch mitmachen, die müssen ja auch Spaß daran haben, wenn ich die jeden Tag Parcours springe. Da verlieren die relativ schnell den Spaß dran. Es ist ja schließlich noch ein Pferd und ein Lebewesen und keine Maschine. Ich reite ihn normalerweise immer eine Stunde jeden Tag Dressur hier auf dem Platz. Und dann nachmittags geht er ins Gelände oder mal auf der Rennbahn oder mal an der Hand spazieren, um einfach das ein bisschen vielfältig zu gestalten, dass sein Kopf auch frei bleibt und dass er Spaß daran behält. Ein großer Springparcours ist im Training tabu. Ein paar Lockerungssprünge, das reicht. Alles, was ein erfolgreiches Springpferd können muss, kann Montebellini. Jetzt geht es nur noch um Motivation, Konzentration, Kondition und um den großen Traum Olympia. Ich weiß noch ganz genau, da war ich 6 oder 7 Jahre das erste Mal Olympiade nachts geguckt. Das war ein ganz tolles Erlebnis und von dem Moment an wollte ich eigentlich immer mal dahin. Jetzt bin ich kurz davor, ich werde bis zum Schluss dafür kämpfen. Ja klar, Montebellini will das auch. Das hat er nur vergessen zu erwähnen. Montebellini ist eigentlich sehr, sehr schön zu reiten. Ich habe im Parcours meistens auch ein ganz normales Wassergebiss für ihn. Zu Hause benutze ich ab und zu mal was etwas Schärferes, um ihn ein bisschen durchzustellen. Aber ich würde sagen, 95%, wenn ich ihn reite, reite ich mit normaler Wassertänze. Philipp Weißhaupt wird ein Hang zum wilden Leben nachgesagt.
Im Sattel hält der Fußball- und Motorradfan allerdings gar nichts von wilden Eskapaden. Der junge Wilde spricht von Vernunft, von der gesunden Mischung aus Risiko und Vorsicht. Bei einem guten Reiter spielt auch der Kopf eine große Rolle. Dass er muss auch clever sein und muss auch wissen, wie viel er seinem Pferd zumuten kann. Und einer, der nur immer alles riskiert auf Kosten der Pferde, der wird sicherlich nie ganz groß rauskommen. Ganz groß rauskommen, an die Weltspitze, genau das ist das Ziel von Philipp Weishaupt. Vielleicht sogar schon dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in London.